Ich will so dir das Gefühl geben, mit all den Verspannungen und mit all den Blockaden und mit all deinen Mindfucks und deinen Gedanken und deinen Gefühlen, dir das Gefühl zu geben, dass du okay bist. Und dass du auf deiner Yogamatte einen Platz findest, wo du dich ausprobieren kannst. Und wo du am besten Fall dann hingehst und sagst, wow, krass. Wo kommt der Gedanke jetzt her? Oder wo kommt diese Verspannung her? Oder wo kommt das Körperempfinden her? Nicht zwangsläufig, um da was tun zu müssen, sondern vielmehr, um zu sagen, wow, das bin ich heute eben. Und im besten Fall ist es dann so, dass du so viel Platz für dich entwickelst, dass du mit dem, wer du bist, gar nichts tun musst. Und aus dem Gedanke entsteht dann ein anderer Gedanke, dass du dann nur noch im besten Fall die Freiheit hast, dich zu entscheiden, was will ich denn tun? Was will ich tun mit dem, wer ich heute bin?